So, und weiter geht's. Wir sind wieder hier mit dabei. Trink mein Energy. Gurgel, gurgel, köstlich. Wenn wir jetzt dabei haben, hier, frisst die Möhre. Da müssen wir gerade mal gucken. Ich glaube, es liegt an einem Lagermanior, genau, das Lagermanior, dass wir nichts mehr mit uns nehmen konnten. So, hier. Oh. Dann lass ich das einfach mal liegen. Ist jetzt auch nicht so wild. So, Blitze gibt's ja keine zum Glück. Blumen kann ich erstmal hier lassen. Den Bärenbusch nehme ich mit. Ach, habe ich nicht. Kein Platz frei. Komm hier, dann pflanzen wir die beiden schnell. Knack. Oh, auch kein Platz. Dann esse ich das halt schnell, ist auch egal. Und dann schauen wir, ob hier wieder ein bisschen Menü liegt. Na, natürlich liegt hier Menü. Nehmen wir alles mit. Ist so. Wir müssen auf jeden Fall erstmal die ganzen... Ich muss die Evil Flowers mal essen hier, das bringt uns sonst gar nichts. Die können hier nicht stehen bleiben. Menü mitnehmen. So. Muss ich mal echt mal schauen, wie ich das mache hier mit dem Büschen. Ich weiß auch echt nicht, wie groß der Radius ist des Verbrennens, deswegen setze ich das einfach mal weit auseinander. Sind in dem Moment zwar auch längere Laufwege gefunden, aber was soll man machen? Müssen wir halt uns mit abfinden. So. Ja, Spaß hier noch raus. Dann hacke ich den hier nochmal ab. Tut mir zwar leid für den jungen Baum, aber der muss hier weg. Der passt da nicht so ganz in mein Konzept. So, dann hier 1, 2, 3, 4. Und jetzt ganz schnell zurück. Und erhitzen. So, dann hier den Spaß nochmal. Und das platzieren wir dann hier unten. So. Dann pfeifen wir uns das mal ganz kurz ein bisschen davon rein. Dann gucken wir mal, dass wir uns hier schnell eine Kiste basteln. So, Kiste. Na? Kiste. Super. Ach, Blitze gibt's ja gar nicht. Warum bastel ich alles weiter auseinander? Ich habe doch die Blitze ausgemacht. Stimmt. Ja. Antivirus-Programm hier wieder. Ach, komm, lass mich in Ruhe, also. Dann können wir hier direkt mit der Heuwall anfangen.
ich erstmal hier herbau. Okay, da ist kein Platz, dann hier noch. So. Ich sollte gleich wieder Tag werden. Na komm. Tag, gib mir Tag. Und dann grasen wir das bei die Gegend ab. Und gucken, was es hier noch so zu holen gibt. Holen uns alles ein bisschen mehr in Reichweite. So, Moment, müssen wir mal ganz kurz eine Schaufel machen. Holen uns alles ein bisschen mehr in Reichweite, schlagen die großen Bäume schon mal kaputt hier. Ich glaube, wenn es 10% sind, wäre das geil. Ne, sind mehr als 10%. 15% für einen großen Baum. Was jetzt, hä? Lol. Na, nimm. Und pflanz neu an. So, dann hier. Großen Baum kaputt machen. Und dann nochmal die Axt hier schwingen für den. Und eine neue craften. Und hier können wir wieder neue Bäume anpflanzen. Na, neue Bäume anpflanzen. So. Dann auf jeden Fall hier von der ganzen Ecke mitnehmen. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Echt nicht. Oh mein Gott. Das war so nicht geplant. Ja, natürlich will ich die mitnehmen. Ach komm, da frisst das ja alles auf. So. Nehmen wir davon 20 mit, das sollte auf jeden Fall erstmal für den Anfang reichen. La 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 la. Ich hab echt Ohren von dem Mistlied. La la la. La 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 la. So. Ich möchte mich auch hier noch im Let's Play nochmal bedanken für die ganzen positiven Kommentare, die momentan unter den Videos kursieren. Komischerweise kursieren positive Nachrichten. Ich weiß auch nicht warum. Und momentan gibt es ganz viel positive Kritik. Also Kritik, ja doch auch Kritik. Aber eigentlich meine ich jetzt so, ja, machst du super, bla bla und so. Finde ich echt geil von euch, dass es euch so gefällt. Gefällt mir, dass es euch gefällt und bla und so ein Zeug, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich find's einfach klasse. Danke euch. Sobald wir es jetzt irgendwann nochmal hinbekommen, ich weiß nicht, seit 2 Jahren versuche ich es. Wir haben 1000 Abonnenten und es macht ungefähr, ich würde sagen, 5 von den 1000 machen in den Kommentaren mit. Es ist traurig, aber wahr. Ich würde mir echt wünschen, dass da noch ein bisschen mehr passiert, dass einfach in den Kommentaren mitgearbeitet wird. Dass einfach die Leute, die sich das Video angucken, weiß nicht, habt ihr keine Vorschläge für die Videos oder wie ist das? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, ja gut, doch, ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht nicht immer in einem Video mitmacht, aber gerade Minecraft ist so das große Projekt von uns, wo ich euch schon frage, was ihr gerne bauen, was ich gerne bauen soll für euch und weiß nicht. Ich fände es cool, wenn da mal ein paar Kommentare kommen. Wir haben ja schon ein paar. Die Windmühle, die wir gebaut hatten in Minecraft, das war ja ein Zuschauervorschlag. Die Sauna, die wir gebaut haben, war ein Zuschauervorschlag. Ich glaube, wir hatten noch irgendwas. Bin mir jetzt aber gar nicht so sicher. So hat sich der Herr wieder beruhigt hier. Da kann man nicht mal freundschaftlichen Klaps auf die Schultern geben hier. Das kann nicht sein.
Vor allem habe ich jetzt so eine Fliege in meinem Zimmer. Die habe ich seit ungefähr 2-3 Tagen. Die fliegt hier drin. Und ich kriege die einfach nicht klein. Die ist einfach schlauer als ich. Ich gebe mich gegen diese Fliege geschlagen. Ich kriege sie einfach nicht tot. Outplayed by a Fliege. So. Wenn hier das ist... Oh, hier ist auch noch ein Bärenbusch. Interessant. Wenn hier das ist, dann fange ich hier an. Ja, am besten hier, wo die anderen auch schon sind. Die Dinger jetzt setzen. So, da. Und dann hier noch ein Stapel. Klack, 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 klack. Ah, 4 haben wir noch. Komm. 1. Na komm. Ihr habt die nie so. Hier ist anscheinend eine Spinne und hier sind auch noch Schweine. Das finde ich sehr gut. So, dann machen wir hier mal Feuer an. Braten die Möhre schnell. Anders habe ich nämlich gerade nicht mehr. Haben wir denn genug Puff und das hier genau haben wir noch? Ja, super schön. 2 haben wir, 3 haben wir noch, dann hole ich mir jetzt die Bärenbüsche hier unten mal hoch noch. Der kann da bleiben, das ist jetzt kein Ding. Klack. Huch. Na komm. So, 1, 2. Und dann muss ich hier noch, Moment, einen neuen Seed einpflanzen. Bevor man nichts mehr sieht. Ah, verstehst du? Und dann kann ich mir hier unten mal die Bäume holen. Die da wieder weg müssen. Die kommen da nicht hin. Kein Bock auf den Baumonster genau neben meinem Haus. Das wäre uncool. Habt ihr prinzipiell nichts gegen die Baumonster. Die sind eigentlich ganz süß. Och, guck mal, da war sogar Puff dahinter. Super. Sind eigentlich ganz süß und so. Wenn man weiß, mit ihnen umzugehen. Aber trotzdem neben meinem Haus uncool. Nachts im Walde schlug er den Baum auf die Gusch, den Baum auf die Gusch, den Baum auf die Gusch. Nachts im Walde schlug er den Baum auf die Gusch. So. Also ohne Blitze zu spielen, ich habe es 2 oder 3 Mal gehabt, dass der Blitz mir echt alles kaputt gemacht hat. Empfinde ich doch als wesentlich entspannender. Was können wir denn momentan noch so bauen? Wir können noch bauen eine Falle. Einen Rucksack können wir bauen, das ist sehr gut. Immer. Wir können noch bauen ein... Ah, okay, wir können einen Razor bauen. Wir können das da bauen. Die würde ich wohl gleich mal nehmen. Dann nehmen wir, machen wir jetzt, fangen wir jetzt einfach mal an hier. So ein bisschen was rauszureißen. So. Und weiter geht's. Was haben wir noch hier in der Gegend? Ach, sag bloß, hier ist ein Schweinedorf. Ja, da die Waldfee ist das geil. Wir haben ein Schweinedorf unter uns. Ein wunderschönes Schweinedorf haben wir unter uns. Ich glaub's ja nicht. Na, da ist ja das Leben ja gerettet hier. Das heißt, Wölfe können uns auch nichts mehr. Und wir fangen jetzt an, erstmal schön Zeug zu sammeln und werden jetzt auch gleich mal anfangen, Bärenbüsche noch zu sammeln. Ich brauche auf jeden Fall mindestens 10 Bärenbüsche möchte ich haben. Mindestens. Oh, da ist die Schaufel kaputt gegangen, habe ich gerade gemerkt. So, dann nehmen wir hier die Zweige noch mit. Wo ist es denn? Ach, da. So. Das sollte erstmal reichen fürs Erste. Und jetzt will ich die Bärenbüsche alle haben. Klack. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit.
Nehme ich mit. Und auch dich. Oh, ich liebe diesen zusätzlichen Platz. Der Platz bei uns darf es echt gering gehalten, muss ich sagen. Aber ich finde es einerseits gut. Ja, ich finde es echt gut. Oh, guck mal hier. Sehr schön. Gerade für die Anfangszeit sehr schön. Ah, es ist so ein Dorf mit richtig vielen Bärenbüschen, das gefällt mir. Sogar Blumen gibt es hier ohne Ende, aber die brauchen wir momentan nicht pflücken, deswegen lasse ich sie da mal stehen. Notfallreserve sozusagen. Boah, ist hier alles... Oh, guck mal hier runter, guck dir das mal an. Klack, klack. Juhu! Jackpot! Na komm. Der kriegt ganz schön langsam, muss ich sagen. So, nehmen, 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 nehmen. Nehmen, 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 nehmen. Nehmen, nehmen, nehmen. Niemals geben, immer nur nehmen. Ist hart, ist aber so. Man möchte in der Wildnis überleben. Außerdem geben wir den Wildschweinen geben wir den Schweinen ja auch einen gewissen Schutz dafür. Und die können gerne bei uns mitessen. Sobald wir uns aufgebaut haben. Ist ja alles kein Ding. So. So, hier den auch noch. Ah, gönne ich mir auch. Gerne noch eine Schaufel hier für diese Ecke. Unwahrscheinlich gerne gönne ich mir dann noch eine. Kommt mal her, Schweinis. Was hältst du denn davon? Nein. So, gib her. Nicht mehr? Achso, die wollen ja immer nur einmal, stimmt. Oh, wie die Bärenbüsche hier sind, ey. Das ist ja unglaublich. Wir haben 10, wir haben 19 Bärenbüsche gesammelt. Das ist krass. 20 Bärenbüsche. Oh, das nimmt kein Ende. Das nimmt kein Ende. Ich nehme jeden mit. Das könnt ihr wissen. Ich nehme jeden Bärenbusch mit. Oh mein Gott. Also das war definitiv jetzt... Wir haben ein richtiges Schweinedorf unter der Nase. Sehr geil, sehr geil. So, Moment, dann nehmen wir hier noch ganz schnell den da. Und da auch noch was. Ja, flüpp. Da sind noch Samen. Richtig, ganz Spaß beim Pflanzen. Und da müssen wir was bei den Düngern dafür kriegen, dass wir das alles verifizieren können. So, klack. 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 Dann machen wir hier drüben nochmal eine zweite Reihe. Denn ich möchte nicht, dass mir alles auf einmal abbrennen. Falls wirklich, ich glaube, es gibt noch Waldbrände. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt noch Waldbrände. Deswegen möchte ich es nicht riskieren. Wir nehmen uns mal ganz kurz die Bäume noch mit. Wir haben ja noch genug Bäume, also so ist es ja nicht, von daher. Ich gehe erst bei den Großen hier ran. Ich glaube, die Großen, ich glaube nur die Großen verwandeln sich in Baummonster. Bin mir da aber auch noch gar nicht so sicher. Kann ich also gar nicht mit Sicherheit sagen, aber ich denke mal schon. Und da können wir uns auch erstmal die Beete sparen, also das ist kein Ding, damit dass man nicht zu Beete ausgeben. Mit so viel Bärenbüschen, ganz ehrlich, da kannst du die Beete in die Wahl. Scheiß auf Beete, wir ernähren uns nur von Bären. Also wir werden natürlich trotzdem Beete bauen, aber momentan ist es vollkommen egal. Wir müssen die nur alle verifizieren in den nächsten Tagen und dann haben wir so viele Bären, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit. Mal ganz kurz gucken, ist der echt dunkel. Ich verifiziere mir noch ganz schnell 6 Stück davon.
So, weg hier. Mitnehmen. Und Feuer. So. Hier drüben ist eine Möhre fertig, nehmen wir mit. Und dann kochen wir uns den ganzen Spaß erstmal. La 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 la. Alter, 24 Bären kochen, das wird eine Weile dauern. Ich glaube, ich würde die ganze Nacht für Bärenkochen verschwenden. Hui. Ich hoffe, hält sich das zum Glück länger. Ich glaube, 24 Bären kriegen wir so schnell nicht alle. Ich habe schon die halbe Nacht mit Kochen verschwendet. Also verschwendet nicht, aber... Lolololololololol. Wir haben es ja. Na komm so. So, dann tue ich das mal hier rein. Genau wie die Samen und die Pentels. Und dann müssen wir auf jeden Fall hier noch anpflanzen. Klack, 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 klack.